Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Diana von meinem Bundeskreatives Leben. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und einen schönen Nikolaus. Heute machen wir Sonntagsbrötchen. Ich stecke hier nur meinen Stecker für die Maschine schon mal ein. Ihr benötigt 3 Eiklar. Meistens mache ich aber auch 4. Und ich schaue hier in mein Handy, was wir dazu benötigen. Als erstes brauchen wir 3 Eiklar. Also praktisch 3 Eier ohne dieses Eigelb. Genau, die habe ich nämlich schon hier. Die muss ich hier nur mal ganz eben aufschlagen. Die tue ich mal hier hin. Also hier ist die Schüssel. Und dann mache ich das hier und ich brauche noch eine andere Schüssel, weil das Eigelb bekommen immer meine Tiere. Okay, Kuschel. Die sind nämlich immer ganz gierig auf das. Und das sind so Bio-Eier, auch für Allergiker, also so wie ich. Weil ich vertrage die normalen Eier nicht mehr. Und die haben wir jetzt von Bauern. Die haben wir durch Zufall gefunden. Die haben wir einfach damals gekauft, vor einem halben Jahr. Und wussten nicht. Und auf einmal konnte ich wieder Eier essen, ohne eine pelzige Zunge zu bekommen. Und dann haben wir rausgefunden, dass es Eier für Allergiker sind. Ja, hier. Jetzt. Ja, meine Katzen, die geiern schon. Ja. Mein Gott. So. Dann das Eigelb. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Schale da drin. Das Eiweiß dann steif schlagen mit etwas Salz. Das kommt auch nicht da rein. Hier rein. So, also wie gesagt, das steif schlagen ungefähr eine Minute. Oder ja, dann müsst ihr einfach nach Gefühl. Sobald es dann steif geschlagen ist, dann könnt ihr das dann weiter arbeiten. So. Dann eine Prise Salz. Ich benutze immer dieses Salz hier. Also eine Prise, ich meine. Eine gute Prise soll man auch rausschmecken. Also so. Ja? Und das kommt da rein und dann wird es geschlagen. Als nächstes tut ihr euch 10 Gramm Chiasamen, die habe ich schon hier in die Maschine rein. Dann braucht ihr 10 Gramm Schleisamen geschrottet. So, das kommt auch da rein. Dann braucht ihr Flohsamenschalen 20 Gramm. Ob das noch reicht. Ups, wieder zu viel. Genau, und das tut sie erstmal vermengen. Das Ganze. Als nächstes braucht sie ja ungefähr ein halbes Backpulver, eine halbe Tüte Backpulver, so. Das ist der hier, den benutze ich immer. Macht es halt immer nach Gefühl. Ja. Oder wir schmeißen mal das Ganze rein. Schadet nicht. So. Dann das Ganze wieder vermengen. Puh. Und dann braucht ihr noch 100
Gramm Mandeln und ich nehme 50 Gramm Mandelmehl. Also Mandelmehl, wo bist du? Also 50 Gramm Mandelmehl. Das schaut nämlich so aus. Ich habe das hier von Edeka. Hm, könnt ihr das sehen? Ja. Das ist von Edeka, also 50 Gramm. Wiege ich gleich mal ab. Ja, 51, egal. Das kommt dann auch hier rein. Und dann Mandeln. Falls ihr keine gemahlene Mandel habt, könnt ihr sowas nehmen. Mandelsplitter oder gehobelt oder wie heißt. Also hier Splitterdingens. Das könnt ihr nämlich in einen Mixer verfeinern oder fein mahlen. Ich mache das immer mit meiner Maschine. Dann nehme ich mir einfach dieses hier. Das hier aufdrehen. Also praktisch hier ganz normal. Der ist schon bei uns schon in Dauerbetrieb, weil wir keine gemahlenen Mandeln mehr bekommen. So, da ist noch ein Stück. Und das Ganze tun wir dann hier rein. Und dann hole ich meine Maschine raus. Da. So. Dann tue ich das hier drauf und dann geht ab die Post. So, das Ganze tut es hier weiter rühren und dann mittellaumes Wasser mit rein tun, nach Gefühl. Und das dann auf höhere Temperatur schlage. So, und da wir ja die Mandeln vergessen haben dazu zu tun, machen wir das jetzt. Durch hier die Mandeln mit rein. Ja, die sind so sehr fast wie Marzipan, sage ich immer dazu. So. Und dann das nochmal verrühren und ein bisschen quellen lassen und dann könnt ihr dann die Semmeln kneten. So, und jetzt ungefähr, ich sag mal, 15 Minuten stehen lassen und quellen lassen und dann können wir den Teig als Semmeln rollen. So, das Ganze schaut dann so aus. Was im Hintergrund rumschmatzt, das ist die Sani, die ist gerade am Fräsen. So, dann nehmt ihr euch ein Blech und feuchte Finger, also nasse Finger oder Hände. Tut ihr den Backofen ein bisschen vorheizen. Ups. Dann macht ihr euch solche Knödelchen. So ein Knödel. Drauf. Und die schauen jetzt klein aus, aber die gehen ja noch auf. Hoffentlich werden die nicht so riesen Oschis wie einmal da waren. Die habe ich schon einmal gemacht. Also welche gemacht. Und die waren richtig riesig. Und innen drin Wahnsinn luftig. Also besser ist, wenn ihr zwischendurch die Hände mal immer nass macht. Dann werden die so, wenn ihr das nicht macht und nass schaut es dann so aus.
Da könnte noch ein bisschen hängen. Das schaut ja nicht so babymäßig aus. So, das machen wir noch ein bisschen nass hier. Meistens wären bei mir 5 oder 6 Semmeln. Wenn ihr natürlich mehr Teig reinplumpst. Und da mache ich auch noch ein bisschen mehr. Und da auch ein bisschen. Und da auch ein bisschen. Also 5 oder 6 reichen die auf jeden Fall. Also ich esse meistens 1,5. Bei 1,5 bin ich nämlich schon voll. Weil da wie gesagt Chiasamen drin sind und alles Mögliche. Und das macht dann schon einen satt. Dani, ich mach's doch nicht so. So. Ich habe mir schon eine Schüssel Wasser hingestellt, dass ich hier ständig meine Hände nass sein sollen. Sechs Stück werden es auf jeden Fall. Dann sind halt die anderen etwas kleiner als die anderen. Das ist aber auch egal. Am Ende werden es doch gegessen. So. Und dann das Ganze bei 150 Grad mache ich meistens. Wir müssen ein bisschen wirklich vorsichtig sein mit Umluft. Weil, wenn ihr die Temperatur viel zu hoch habt und Umluft, dann könnt ihr das verbrennen. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Also sicherheitshalber dann auf 150 und dann mache ich 35 Minuten. Dann sind die auch durch und fertig. So, jetzt brauchen wir ein Geschirrtuch. So, wie gesagt, das sind jetzt 6 Semmeln. Du das mal eben schnell abfotografieren. So. Und dann in den Backofen schieben. Und vergiss nicht auf die Uhr zu gucken. Ganz wichtig. Ich mache hier eine Uhr rein. 35 Minuten. So. Und Umluft. Genau, dann sehen wir uns später. So, der Wecker hat gerappelt. Die Semmeln sind soweit fertig. Solltet ihr die aber gleich essen wollen, bitte stellt das Ganze in Kühlschrank für 5 bis 10 Minuten ungefähr. Mein Mann ist bis dahin schon wieder noch mehr hungriger als vorher. So, so schaut das Ganze aus. Und bitte auch nicht jetzt durchschneiden, weil das dann platt wird, die Semmel. Also bitte erst immer vorher abkühlen lassen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Nikolaus und einen schönen zweiten Advent. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Und gebt mir einen Daumen nach oben, nicht vergessen.